Eines Tages sagt Herbert zu Walter in der Cafeteria: Mein Ellbogen tut weh. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Hör zu, du musst dafür nicht zum Arzt gehen, antwortet Walter. Es gibt da einen Diagnosecomputer im neuen Lidl. Du gibst einfach eine Urinprobe ein und der Computer sagt dir, was du hast und was du dagegen tun sollst. Der braucht dafür nur 10 Sekunden und es kostet 10 Euro. Also pinkelt Herbert in ein kleines Glas und bringt dies zu Lidl. Er wirft 10 Euro ein und der Computer verlangt die Urinprobe. Er schüttet sie in den Trichter der Maschine und wartet. 10 Sekunden später druckt der Computer das Resultat. Sie haben einen Tennisarm. Baden Sie ihn in warmem Wasser und vermeiden Sie anstrengende Tätigkeiten. Es wird innerhalb von 2 Wochen besser. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Bei Lidl. Am Abend, immer noch erstaunt über die neue Technologie, beginnt Herbert sich zu fragen, ob man den Computer überlisten könnte. Er mischt etwas Leitungswasser, eine Stuhlprobe seines Hundes, Urin seiner Frau und der Tochter, sowie etwas Sperma von sich selbst. Er eilt zurück zu Lidl, gespannt auf das Resultat. Er wirft wiederum 10 Euro ein, leert sein Gemisch in den Trichter und wartet. Der Computer druckt Folgendes aus. Ihr Leitungswasser ist zu hart. Sie müssen Entkalker bei mischen. Ihr Hund hat einen Bandwurm. Baden Sie ihn mit Antipilz-Shampoo und geben Sie ihm Spezialfutter. Ihre Tochter nimmt Kokain. Bringen Sie sie in eine Entziehungskur. Ihre Frau ist schwanger. Zwillinge. Sie sind nicht der Vater. Besorgen Sie sich einen Anwalt. Wenn Sie nicht aufhören zu onanieren, wird der Tennisarm nie besser. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf bei Lidl.